Sehen wir hier gleich einen echten Außerirdischen aus dem Ceteriticuli-System? Geht es nach unzähligen Experten, Effektspezialisten und Videoanalysten, so muss diese Frage tatsächlich mit Ja beantwortet werden. Und auch die neueste Überprüfung zeigt, die folgenden Videos seien absolut authentisch. Und es ist bei weitem nicht nur ein einziger Alien, den uns diese Aufnahmen zeigen sollen. Sehen wir hier gleich also einen echten Außerirdischen oder den besten Fake der UFO-Geschichte? Das und sehr vieles mehr erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, seit dem Erscheinen der folgenden Videos wird versucht, sie als Fälschung zu entlarven. Bisher relativ erfolglos. Im Gegenteil, Experten, die es seit Jahren analysieren, wollen Hinweise darauf gefunden haben, dass das, was wir gleich sehen werden, tatsächlich real ist. Ein nichtmenschliches Wesen, das innerhalb der Ufologie als Skinny Bob bezeichnet wird. Was die meisten aber überhaupt nicht wissen, dieser ist nicht der einzige Alien, der auf dem Filmmaterial zu sehen ist. Es gibt da durchaus noch weitere. Und das nun stabilisierte Filmmaterial gibt uns einen sehr präzisen Blick auf das, was da durchgesickert sein soll. Doch fangen wir wie immer von vorne an. Skinny Bob, der magere Bob. Ist er einfach nur ein CGI-Fake, computergeneriert? Oder ein gut gemachtes Kostüm, unter dessen Hülle ein ziemlich irdisches Wesen steckt? Neueste Analysen verneinen dies. Was immer hier auf diesen Bildern zu sehen ist, ist weder eine Puppe, noch stamme es aus dem Rechner. Doch was ist es dann? Im Jahr 2011 löste ein im Internet verbreitetes Video mehr als nur Neugier aus, entfachte Diskussionen, die bis heute anhalten. Was wir wissen ist, dass das Video von einem Nutzer namens Ivan0135 auf YouTube hochgeladen wurde. Anhand der Metadaten habe man feststellen können, dass sich dieser nach dem Upload der insgesamt 4 Videos nie wieder in seinen Account eingeloggt hatte. Das geleakte Filmmaterial soll vom KGB stammen. Es zeige verschiedene Szenen einer Spezies aus dem Ceteriticuli-Sternsystem, darunter Skinny Bob, und wie er vom sowjetischen Geheimdienst verhört werde. Andere Szenen zeigen wiederum den Absturz einer fliegenden Untertasse und den verletzten Piloten, aber auch ein Treffen mit 5 anderen Mitgliedern seiner Spezies. Skinny Bob, das Wesen, das sehr viel genauer gefilmt worden sei, ähnelt dabei einem typischen Grey. Ein großer Kopf, mandelförmige Augen, ein schmaler Mund und lange Arme und Finger. Dem Video zufolge ist Skinny Bob ein Gesandter, der mit der Regierungsbehörde Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse besprechen wolle. Ein solches Treffen dürfe allerdings nur mit hochrangigen Beamten stattfinden. Aufzeichnungen, sowohl schriftliche als auch in Bild und Ton, seien strengstens untersagt worden. Und doch scheint es gelungen, ein paar wenige Sequenzen mit aufzunehmen, bis die Grauen es dann bemerkt haben. Doch dazu später mehr. In den Videos erfahren wir, dass die einzelnen Sequenzen zwischen 1942 und 1969 aufgenommen worden seien, und es scheint auch eine Reihenfolge zu geben. Der Absturz eines Raumschiffes mitsamt des Piloten, das Interview und die Untersuchung von Skinny Bob, Aufnahmen, die jeweils ohne seine Erlaubnis gefilmt worden seien, und ein späteres Treffen mit mehreren Vertretern seiner Spezies. Hier habe gar ein Verbot bestanden, ihre Ankunft mitzufilmen. Doch warum haben diese Aufnahmen dann doch das Licht der Öffentlichkeit erblickt? Was macht sie so authentisch? Sehen wir hier wirklich echte Außerirdische vom Ceteriticuli-System? Nach den neuesten Analysen müsse diese Frage tatsächlich mit Ja beantwortet werden.
Die verbotenen Aufnahmen von Skinny Bob und seinen Gefährten, sind sie tatsächlich echt? Wir schauen heute ganz genau in die einzelnen Sequenzen rein, mit sehr beeindruckenden Erkenntnissen. Ich werde euch dabei immer wieder auch die neuesten stabilisierten Versionen mit einspielen, die uns noch einen sehr viel besseren Einblick liefern. Legen wir also los! Das erste Video wurde am 14. April 2011 veröffentlicht, mit dem Titel »Enthüllung zu UFO-Alien-Fall geleakt. Vertrauliche Dokumente, altes Filmmaterial«. Die Videospur beginnt mit dem Standbild eines KGB-Logos, eingehüllt in einem zensierten Text, springt dann über in eine Landschaftsaufnahme, ein Haus und ein seltsames Objekt, das am Himmel zu schweben scheint. Dann eine Luftaufnahme und wieder sehen wir hier das untertassenförmige Gebilde. Zunächst aus der Ferne, dann von sehr viel näher. Als nächstes sehen wir den Piloten des UFOs. Eine sehr schlecht ausgeleuchtete Szene, dennoch klar genug, um ein humanoides Wesen zu erkennen, wie es in die Kamera blickt. Die anschließende Szene soll uns vermutlich einen Absturz zeigen. Ein Außerirdischer, der vor seinem Schiff auf dem Boden liegt. Schließlich sehen wir seine Autopsie. Interessanterweise enthüllt die Stabilisierung der ersten Sequenz, dass sich das Objekt nicht bewegt, sondern still am Himmel zu schweben scheint. Das zweite Video ist das wohl bekannteste. Es wurde am 2. Mai 2011 veröffentlicht, rund zwei Wochen nach dem ersten Upload. Dieses trägt den Titel »Grauer Außerirdischer« von Zeta Reticuli, Filmmaterial durchgesickert. Das Video beginnt mit mehreren Texteinblendungen, springt dann über auf das Wesen, das heute als Skinny Bob bekannt ist. Wir sehen es zunächst von der Seite, wie es sich bewegt, seinen Kopf zur Seite neigt und ein paar Mal die Augen zusammenkneift. Dann die Ansicht von vorne, eine Art Ganzkörperscan, von unten nach oben. Die letzte Szene zeigt uns eine seltsame gläserne Scheibe, die bisher nicht identifiziert werden konnte. Ist es Alien-Technologie? Etwas, das Skinny Bob mitgebracht hatte? Eine Woche später, am 9. Mai, wurde das dritte Video veröffentlicht. Lediglich ein kurzer Text. Im Hintergrund ist der Abdruck einer Hand zu sehen, mit vier statt den üblichen fünf Fingern. Das vierte und letzte Video wurde am 18. Mai 2011 veröffentlicht, mit dem Titel »Außerirdische von Zeta Reticuli, Band 6 – Familienurlaub«. Das Video beginnt abermals mit einigen Textabschnitten. Sie berichten uns über historische Ereignisse in Zusammenhang mit außerirdischen Besuchern. Dann bekommen wir das zu sehen, was der Titel schon andeutet. Den Familienurlaub. Eine ganze Gruppe von Außerirdischen, wie sie an der Kamera vorbeiläuft. Diesmal in Farbe, was auf eine sehr viel spätere Aufnahme hindeutet. Vermutlich gegen Ende der angegebenen Zeitspanne. Um das Jahr 1969 herum. Dieses sehr viel spätere Video hätte laut den eingeblendeten Informationen nicht hätte entstehen dürfen. Das Film von Skinny Bob hätte ohne seine Erlaubnis stattgefunden. Bei den späteren Treffen aber sei das Mitfilmen strengstens verboten gewesen, seitens der Außerirdischen. Dass es dennoch getan wurde, habe gewisse Konsequenzen mit sich gebracht. So erfahren wir in einer der Einblendungen von dem sogenannten Dokument 072-E. Dieses beschreibt uns ein Ereignis im Jahre 1961. Die außerirdischen Besucher hätten entdeckt, dass sie von einer heimlich versteckten Kamera mitgefilmt worden sind. Dies wurde als Verstoß gegen den Vertrag zwischen den Außerirdischen und der Regierungsbehörde angesehen. Dies führte ab diesem Zeitpunkt zu massiven Änderungen des Vertrages. Welche aber? Dies wird nicht näher erläutert.
Tatsächlich spricht so einiges dafür, dass die Aufnahmen wirklich echt sind. Verschiedene Experten, die die Authentizität bestätigt haben wollen. Aber seht wie immer selbst. Seit dem Erscheinen der vier Videos bemühen sich Experten und Analysten, sie zu entlarven. Bisher mit eher mäßigem Erfolg, auch wenn es durchaus Hinweise darauf gibt. Ben Phillips, ein Künstler für visuelle Effekte, analysiert die Videos seit ihrem Erscheinen. Dieser kam zu einem sehr beeindruckenden Schluss. Er stellte fest: Wenn es eine Animation ist, egal ob CGI oder eine Puppe, dann ist sie einer der besten, die ich je gesehen habe. Als professioneller Spezialeffektetechniker und Ersteller von Kreatureneffekten scheint es sehr real zu sein, echter als alle anderen Videos. Wenn wir uns gute Fälschungen ansehen, beeindrucken sie normalerweise nur auf den ersten Blick. Aber bei genauerer Betrachtung stellt man schnell fest, dass irgendetwas nicht stimmen kann. So aber nicht bei den Skinny Bob Videos. Auch nach sorgfältiger Überprüfung behalten sie ihre Authentizität. Philipp stellt ebenfalls klar, dass, sollten die Videos gefälscht sein, ein ganzes Team dafür nötig gewesen sei und Kosten von mindestens 300.000 US-Dollar. Mehr als nur unwahrscheinlich, dass ein so hoher Aufwand betrieben wird, um vier kleine Videos zu kreieren, mit denen im Anschluss kein einziger Cent verdient wird. Genauer sagte er: Es kommt sehr selten vor, dass jemand mit dem Talent, die Skinny Bob Clips erstellen zu können, sich nicht dazu bereit erklärt hat. Es ist eine äußerst überzeugende Arbeit. Jemand, der so gut ist, hat normalerweise ein so hohes Ego, dass er nicht widerstehen kann, diese Arbeit für sich zu beanspruchen. Niemand, den ich kenne, würde wegen des Zeit- und Arbeitsaufwandes versuchen, es irgendwie nachzubauen, geschweige denn aufgrund der hohen Kosten. Auch Adam Wells, ein Regisseur für Kurzfilme, bestätigt, dass die Clips einen enormen Zeit- und Kostenaufwand erfordern, egal ob digital erstellt oder animatronisch hergestellt. Allerdings gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen. Allem Anschein nach gibt es Teile des ersten Videos, die nicht dem Originalband angehören. Das KGB-Logo, die Überlagerung, die die Aufnahme alt wirken lassen soll, die Projektorgeräusche und der Zeitstempel scheinen nachträglich hinzugefügt worden zu sein, entnommen einer öffentlichen Stock-Footage-Datenbank. Sie wirken dabei sehr viel unprofessioneller als das Ursprungsmaterial. Erklärungen dafür gibt es viele. Man habe das Filmmaterial irgendwie aufpeppen wollen. Es sollten absichtliche Zweifel bestehen bleiben, um einer Verfolgung zu entgehen. Das Video sei eine Art Vorbereitung und wurde von einer staatlichen Stelle geleakt. Oder es sei Ivan nur erlaubt worden, es in dieser Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fest steht, dass die Überlagerungen in einem starken Kontrast zu den eigentlichen Aufnahmen stehen. Und man muss sich fragen: Wer erstellt für hunderttausende Dollar diese nur wenige Sekunden eines Videos, beansprucht die Arbeit dann aber nicht für sich, verdient keinen einzigen Cent daran, hat weder einen finanziellen noch einen persönlichen Gewinn und überlagert das Ganze dann mit frei zugänglichen Billigeffekten? Sehen wir also hier doch echte Außerirdische vom Zeta Reticuli-System? Interessant ist ja auch, dass sie vom Zeta Reticuli-System stammen sollen, also genau von dem Ort, den schon Betty und Barney Hill genannt haben. Umso rätselhafter sind diese plumpen Überlagerungen, billige Effekte, im Gegensatz zu dem Aufwand der Originalbilder. Wirklich sehr rätselhaft, also doch nur ein gut gemachter Fake. Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige kleine Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!